Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem Video, was sich nennt Claudia Belladonna Eskalation. Weil Claudia Belladonna, ihr kennt sie vielleicht, hatte einen YouTube-Kanal. Ihr findet sie jetzt aber nicht mehr auf YouTube, nur noch auf Instagram. Schaut doch dort gerne vorbei, hat mir ein Riesen-Paket geschickt. Wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Ich hatte Paletten übrig, sie hatte Paletten übrig. Wir haben uns auch ein bisschen Fotos geschickt und so weiter und haben uns gegenseitig ein bisschen auch was ausgesucht. Und ich glaube, sie hat noch jede Menge anderes Zeug eingepackt, so wie es aussieht. Und außerdem hat sie mir die hier noch zugeschickt, also ein bisschen nachgeschickt noch, weil sie hat gemeint, da gab es irgendwie ein toller Sale bei ihr, keine Ahnung, das habe ich gar nicht mitgekriegt und die Palette war so im Sale reduziert. Das ist die Gender X Beauty Alicia Marie, die anderen zwei hatte ich. Ich habe die allererste habe ich jetzt wieder ausziehen lassen und weil die mir einfach vom Farbspektrum hat mir nicht gepasst, da war mir zu viel Glitzer drin und die zweite, die welche war das? Ah, die zweite, die hat so, weiß nicht, hat die eine Feder vorne drauf oder sowas. Auf jeden Fall, die zweite habe ich auf jeden Fall behalten. Und das ist jetzt die dritte von Channel X Beauty in Zusammenarbeit mit Alicia Marie. Und ich habe zu Claudia gesagt, brauche ich die Palette? Und sie, die brauchst du. Also, dann brauche ich die. Und sie ist da und sieht gigantisch aus. Also Duochromes, naja, ist jetzt nicht so. Die sieht eher ein bisschen zurückhaltender aus, finde ich. Ja. Aber dieser Ton schon cool. Und der Ton, Aurora und Fairy Dust, gucken wir uns natürlich hier mal an. Witching Hour, also die Hexenstunde. Wenn meine Hand glitzert, liegt es daran, dass ich vorher schon ein anderes Video hatte. Ja, und die sind okay. Also ich sage mal, das ist es geht doller, ja. Ich habe jetzt gerade die drauf, ich hatte gerade das Schminkvideo gemacht. Ich hatte gerade die hier benutzt. Die ist natürlich schon eine Nummer heftiger. Aber für, ich sage mal, Alltagslooks, Bürolooks, was auch immer, greift man vielleicht besser zu einer solchen Palette. Und sie hat gesagt, ich brauche die. Also werden wir die ausprobieren. Vielen Dank, liebe Claudia Belladonna. Kriegst schon mal ein Küsschen. So, und jetzt müsste doch noch mein Intro kommen, das habe ich nur vergessen. Jetzt kommt mein Intro und dann gehen wir an das große Paket. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Also ich sitze ja hier im Dach und es hat schon, ich weiß gar nicht, hier drin, 25 Grad, sehr cool. Und es ist morgens, kurz nach 10. Die hat sie mir mit reingelegt. Als wirklicher Fächer dient die Feder jetzt nicht, aber mal gucken, das ist schon sehr satisfying. Weiß ich nicht, das ist schon sehr interessant, dieses Teil hier. Ja, vielen Dank. So, gucken wir mal rein. Ich weiß gar nicht, was die Nudel mir alles daraus gesucht hat. Also, Masken, 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 Masken. Die sind hier witzig. Die sehen witzig aus. Witzig? Witzig. So, in dem Paket können neue und gebrauchte Sachen sein. Wahrscheinlich eher gebrauchte Sachen, keine Ahnung. Jetzt habe ich gerade irgendwie was aufgemacht. und es riecht auch voll gut, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch gerade gestern ihr Paket gepackt, habe es aber noch nicht abgeschickt, weil ich dachte habe, okay, ich mache heute vielleicht das Video. Und wenn ich das Video mache, vielleicht entdecke ich noch irgendwas, was ich ihr dann auch noch mit rein muss, weil, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, hier haben wir 44 Karten mit Anleitung. Der Zauberer der Meerjungfrauen und Delfine. Okay, und was macht man mit den Karten? Das kann beim Erreichen der Lebensziele helfen. Wünsche und göttliche Inspirationen vermitteln und sowas. Ich weiß nicht, ob das so meine Welt ist. Das Esoterische ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber vielleicht mag das meine Schwester haben oder ich weiß, dass Chiquitas Blaze auf sowas abfährt. Mal gucken. Esoterik ist nicht so mein Fall. Was haben wir noch? Ui, da kommen schon irgendwelche Beutelchen raus mit Paletten. Ja. Gut eingepackt, man kennt die Claudia. Die macht das alles hundertprozentig. Ich packe jetzt die mal gerade aus. Bei der hat sie mich gefragt, ob ich die will und ich habe gesagt, nein, bitte nicht. Aber sie hat nicht gewusst, dass ich die schon habe und ich deswegen nein gesagt habe. Jetzt hat sie mir die Sunny by René reingepackt, die Sunset Glam.
Und das müsste genau, das ist genau die, die ich gerade auch schon da habe. Die habe ich mir nämlich aus dem Trashy rausgenommen und steht bei mir im Schminkregal. Ich weiß aber noch nicht, wie sie ist. Das heißt, die werde ich weitergeben. Also das ist ja immer okay bei so Trash-Paketen oder bei so Paketen, die man so bekommt, dass man auch Sachen wieder weitergeben kann. Auf die hier bin ich sehr gespannt. Das ist übrigens Samt. Die ist von einer russischen Brand, glaube ich. So wie es ausschaut, irgendwas Russisches. Aber nee, Made in Poland, eine polnische Brand. Ich weiß aber gar nicht, wie die heißt. S.I. ist vorne drauf. Und von der hat sie mir auch ein Foto geschickt gehabt. Und ich habe gesagt, ja, probier mal aus. Eigentlich sind das ihre Farben, aber wenn sie nicht will, ich probiere sie aus. Und dann hat sie mir eine mitgeschickt von Colourpop, die Miss Bliss. Die war letztens auch sehr gehypt bei YouTuberinnen. Irgendwie alle haben die kurze Zeit in die Kamera gehalten. Lag auch daran, dass sie in diesem Dreier Mystery Bundle von Colourpop drin war. Da meint sie übrigens auch gekommen und bei mir war sie nicht mit drin. Deswegen ist es mega, dass sie mir die reingepackt hat. Dafür packe ich ihr nämlich eine von denen rein, die bei mir angekommen sind. Und die ist schön. Aber ich habe schon von anderen gehört, was das Problem an dieser Palette ist. Nämlich, dass da kein dunkler Ton irgendwie mit drin ist, um so die Lidfalte zu vertiefen. Aber ansonsten sind da schöne Sachen dabei. Sind witzigerweise sind drei matte Shades mit. Vier matte Shades drin mit Glitzerpartikel, also so Matt-Glitzer-Mix. Süß, also die, auf die freue ich mich sehr. Ja, weiter geht's. Bisschen Deko, das finde ich total süß. Ich muss mir überlegen, ob das vielleicht ins Wohnzimmer kommt oder es wird wahrscheinlich eher im Haus bleiben, nicht außerhalb, weil das halt Natur ist, gell? Naturholz. Draußen verwittert es zu stark. Die habe ich auch, die Teilchen, die finde ich so gut. Ich finde sie einfach so gut und deswegen werde ich die auch weitergeben an eine gute Freundin, weil die einfach gut ist. Was hat sie da reingepackt? Von Balea Beauty Expert Cleansing Balm. Kennt ihr das? Hat sie den ausprobiert, ja? Riecht noch gar nichts, noch ein bisschen Shea Butter mäßig, oder hätte ich jetzt gesagt, oder so. Weiß ich nicht. Ist eine Balm-to-Oil-Textur mit Shea-Butter. Genau. Okay, probiere ich gern aus. Offensichtlich hat das bei ihr nicht so gut gewirkt. Dann haben wir von der Mickey L.E. Happy Mood ein Fixing Spray. Da ist die. Die heißt Daisy, gell? Die Daisy mit drauf. Kenne ich auch noch nicht. Und dann haben wir... Ups. Das ist was. Asio, du, tu, wut. Keine Ahnung. Also ist das da so... Zack. Ist das Blush oder sowas? Es riecht sehr parfümiert, aber irgendwie so richtig wertig parfümiert. Ich weiß es nicht, was das ist. Keine Ahnung. Glow Color Bouncy Blush. Oh. Schaut aber jetzt gerade ein bisschen Korean-mäßig aus. Oh, der ist aber hübsch, oder? Der ist aber hübsch, den können wir dann mal gucken. Finde nicht schlecht. Ganz ehrlich, finde ich nicht schlecht. Das ist cool. Und das ist die Merry Xmas My Dear Liquid, der Liquid Blusher. Hatte ich nicht damals. Den hatte ich nicht. Ich mag diese Puffeldinger nicht. Das heißt, den werde ich nicht probieren, Claudia. Der wird so weitergehen. Der wird so weitergehen. Ich bin so Puffel, nicht Puffelfreund. Kein Puffelfreund. Ui, jetzt kommt noch Asam hier. Eine ganze Kanone Asam. Einmal der Satin Blush. Ich habe echt wenig von Asam. Ich habe einen Bronzer. Oh, okay. Weiß ich nicht. Ist das meine Farbe? Vielleicht im Winter. Jetzt im Sommer nicht, glaube ich, oder? Vielleicht. 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 Und ein Eyeshadow Quad. Ja, das ist sehr basic, aber ich habe eine Freundin, die ist absoluter Asam-Fan. Also so richtig. Und das wäre was für sie. Da weiß ich schon, wohin damit. Sehr cool, danke schön schon mal. Da kommt eine Menge mehr. Ja, dann haben wir da noch ein Büchlein, ein Notizbuch, das schaut schön aus. Warum will sie das nicht? Ah, da liegt ein Kärtchen drin oder ein Büchlein. Okay. Ich dachte, sie hat mir vielleicht hier so ein paar YouTube-Ideen reingeschrieben, was ich so als nächste Projekte machen soll. Ja. Leider hat nichts mehr reingepasst, aber es ist bestimmt nicht das letzte Paket. Viel Spaß beim Stöbern. Wollte noch mehr reinpacken offensichtlich, oder?
Also falls ich ein bisschen blinzle, es ist bei uns ja die letzte 10 Tage war es so heiß, jeden Tag so 30 Grad oder knapp 30 Grad, dass man einfach überall Lüfter, Ventilatoren, Klimaanlagen anhat. Und meine Augen sind ein bisschen gereizt von dem ganzen Zeug. Deswegen auch gerade mein linkes Auge, ich merke, wie trocken das ist. Also das liegt an sowas. Jetzt geht's weiter. Und irgendwas riecht hier mega gut. Ein teures Schätzchen. Ich glaube, das war in der Trashy-Gruppe schon drin. Kann es sein, dass das schon mal durchgewandert ist in unserer Trash-Gruppe? Das hatte ich schon einmal gesehen, glaube ich. Von Laura Mercier. Von Laura Mercier eine Palette. Sowas ist mega, mega hochpreisig. Und ich probiere die sehr gern aus. Also ich habe die wahrscheinlich damals nicht rausgenommen, weil man muss natürlich auch die Sachen ersetzen. Und ja, wenn natürlich so hochpreisige Sachen drin sind, braucht man erstmal genug Sachen, um das zu ersetzen. Ja, sehr teures Schätzchen. Dankeschön dafür. Das sieht wieder so nach Paletten aus. Krass. Oh, da ist eine drin, die habe ich mir gewünscht. Die habe ich mir sogar überlegt, mir Colourpop zu bestellen. Die Cloud 9. Das ist so, ja, was auch nicht. Eine Palette gewesen, die hat mich so ein bisschen getriggert. Oh, das Packaging ist schön, oder? Das ist mal richtig schön. Und die, wow, die ist genauso, wie sie sein soll. Kühl, kühler und noch am kühlsten. Das heißt, eine ganz zarte Graupalette. Es sind absolut nicht meine Farben, glaube ich, aber egal. Es gefällt mir einfach so unheimlich gut. Also ich weiß schon, dass die bleiben wird. Mal gucken, wie sie performt. Ich hoffe, dass sie auch gut performt. Und noch eine Palette. Also jetzt schmeißen wir hier um uns mit Paletten. Aber ich glaube, von der hat sie mir berichtet oder hat sie mich gefragt, ob mir die zu warm wäre. Dann habe ich gesagt, ich kann sie ja mal probieren. Die ist schon sehr rötlich, gell? Aber man muss ja nicht die ganz roten Farben verwenden. Also es geht ja auch anders ein bisschen. Also wenn man die drei hier weglässt, dann mal gucken. Und überall hat sie noch dieses Plastik hier mit drin. Das schmeiße ich bei mir meistens irgendwie gleich mit weg. Ist aber eigentlich besser, weil so bleibt sie vielleicht ein bisschen frischer da drin, oder? Sieht wieder nochmal eine Palette oder was? Und dann denke ich mir immer, oh, ich glaube, ich habe in meinem Paket an sie dann zu wenig drin. Oh Gott. Das ist wieder so eine Überraschungspalette, von der wusste ich jetzt gar nichts, gell? Wie heißt, ist es der? Ah, ne, das ist der Blissful. Okay, ich zeige euch gleich, worum es geht. Eine Ofra-Palette und die ist nagelneu. Und der Highlighter nennt sich Blissful. Den kenne ich noch gar nicht. Und natürlich, natürlich werde ich die verwenden. Aber sowas von. Was ist sowas von? Oh Gott! Was ist das? Ah, das ist so ein Brush-Reiniger, oder? Make-up Brush Cleanser. Irgendwie Quick Wash. Das ist super praktisch. Habe ich auch einen, der ist immer schmutzig. Das ist super praktisch, mega. Und dann gibt es noch 3 Boxen. Die sind so gefüllt einfach. Ich habe keinen Platz mehr übrigens auf meinem Tisch. Jo, so, wie machen wir das jetzt? Da steht noch mein Käffchen, den habe ich noch gar nicht getrunken, mein Frühstückskaffee. Stellen wir uns mal hier hin. Okay, wir brauchen Platz, definitiv. In der Box haben wir von Catrice Clean ID einen Eye Pencil in Dunkel. Das ist was für meine Schwester, absolut. Ups. Kann nichts runterfallen. Dann haben wir hier ein Tool. Make-up Store. Eyelash Applikator. Ich trage keine Eyelashes, deswegen das wird weiter wandern. Die habe ich auch. Oh, schade. Aber das hast du nicht gewusst, weil die habe ich nirgends gezeigt oder so. Die habe ich mir mal irgendwann mitbestellt, als ich im Sale war. Die hier von Catrice. Das war so eine Weihnachts-LE. Die ist okay, aber ich habe auch schon nachgedacht, meine abzugeben. Oder habe ich meine abgegeben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist meine schon auch so auf der Abschlussliste.
Dann ist diese, okay, das ist diese Creme, die habe ich auch da aus der Blissin-Box, diese Creme für Booty and Boobs, also für den Hintern und für die Brüste und so. Und ich habe sie bei mir im Bad stehen, wenn ich sie ausprobieren wollte, habe sie noch nicht probiert, aber die riecht einfach mega gut. Also ich werde sie einfach auf den Armen und Beinen verwenden, also why not, gell? Man kann sie ja verwenden, wo man will. Von Eveline, ein so ein Make-up-Aufbewahrungsschwammhalterungsgedöns. Maybe vielleicht für meine Schwester was. Mal gucken. Das könnte was für meine Schwester sein. Dann habe ich von Doja Cat Goddess, hat sie mir reingelegt, Black Eyeliner. Oh, Eyeliner kann ich immer brauchen. Ihr habt nämlich gestern habe ich meine Sachen ein bisschen durchgeschaut, mein Backup, und habe gesehen, Eyeliner, 3 Stück. Sehr cool. Also den verwende ich echt gerne. Also, ja, bleibt wahrscheinlich gleich am Schminktisch. Lash Paradise, ein Lash Primer. Das heißt, es ist so ein Zeug, was man sich auf die Wimpern macht, bevor man die Mascara aufträgt. Und ist zwar L'Oreal eine tolle Marke, aber ich bin, also bin da zu faul für sowas. Das hier, entweder habe ich das ihr letztes Mal geschickt oder hat sie das selber gehabt. Hatte ich auch schon bei mir aussortiert. Das ist ein Serum von M. Asam. Dann haben wir hier noch, oh, hat sie reingepackt, von The British Museum CC Light Feather Repair Cream. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Eine Creme, sie hat schon aufgemacht. War das das, was auch im Trash-Paket drin war? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das Lila, ne? Oh ja, das war das Lila, ne? Okay, ich meine das, ich weiß nicht in welchem Trash, aber in irgendeinem Trash war die hier auch schon mit drin. Ich meine nein, dass ich die vielleicht werde, vielleicht. Mal gucken. Der geht auf jeden Fall. Der Benefit, die Benefit Mascara. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Sehr cool. Und von Tint habe ich einen ganz tollen Lippenstift. Und das ist ein Phantom Liner. Was macht ein Phantom Liner? Liquid Dip Liner. Ein Dip Liner. Das heißt meistens ein Eyeliner, wo man irgendwie eintunken muss. Jetzt mag ich mein linkes Auge schon deutlich. Ich glaube, das liegt auch an, einfach an der Beleuchtung hier. Das ist einfach ein Eyeliner. So schaut er aus. Der wird benutzt. Klar, das ist ja was, das kann man immer brauchen. Sehr geil, wird benutzt einfach. Und ein Täschlein von Harley Quinn. Das fühlt sich so richtig so, ja, so falsch, also nicht falsch, aber so, so wie so einen Taucheranzug vielleicht an. So könnte man es vielleicht beschreiben. Mädel. Okay, wir haben von Catching Snowflakes der Glitter Eyeliner. Den habe ich damals nicht mehr bekommen. Sehr cool, danke. Von Colourpop ein Super Shock Shadow. Das ist eine mega tragbare Farbe. Ladybug Super Shock Shadow. Das ist ein Ultra Glitter. Ein Ultra Glitter. Mann, jetzt regnet auf. Ich will es nicht zerreißen. Okay. So, das ist so ein Rosa, oder? Oder ist es Gold? Ja, das ist eher Goldrosa. Ja, oh, schön. Sehr, sehr schön. Und dann hat sie mir die reingepackt. Sie hat mir nur gefragt, welche hast du? Und ich habe gesagt, ich habe den. Und ich habe den, glaube ich. Und mir fehlt der. Und das hat sie mir alle reingemacht. Die wird denken, ja, gib halt den Rest weiter. Du wirst schon jemanden kennen. Ja, einen habe ich damals irgendwie nicht gekriegt oder gekauft von denen. Ja. Der ist geil. Den habe ich auch und den benutze ich echt gerne. Das ist so dieser kleine Chrome Eyeshadow. Der ist genial. Den mag ich voll gern. Und dann hat sie mir einfach nochmal reingepackt in Grün. Duo Chrome, also Grün-Gelb. Grün Gold und lila, weiß ich nicht, so lila und dann noch der Space Glam von Catrice und Chroma Crystal Top Coat von Natasha Denona. Ja, klar, Natasha Denona, also hauen wir raus die Marken, oder? Das ist krass. Ja, krass. Krass. Okay, krass. Claudia, ich habe gewusst, dass du wieder aussortiert hast und alles. Aber puh. Bom.
Sorry, ist ein bisschen warm gerade. Next. Ich habe keinen Platz mehr hier. Ja. Ja, wir hatten noch keine Paletten, oder? Nee, das ist was anderes. Ich kann immer. Das ist ein Lippenstift-Set von LOP. Ja, wahrscheinlich alle neu, so wie man sie kennt, oder? Wie macht man die auf? Man drückt hier drauf und dann schießt der so hinten raus. Na klar, sind die neu. Na klar. Also Farbe 03 Courage. Farbe 02 Strange. Respect. Das könnte meine Farbe sein. Also, wie geht das so? Das sieht. Oh ja, könnte sein. Und die Farbe 04 Independence. Das ist so ein Pink. Sprachlos. In Baden-Württemberg. Little Cosmetics, ein Single Eyeshadow. Ich habe so eine Palette, da kann ich die perfekt mit reinmachen. Dieser Single Eyeshadows. Und das ist ein schönes Tönchen. Wow, das ist ein schöner Sommerton. Schaut mal. So richtig strahlend türkis. Schön, das ist schön. Aber dann freue ich mich sehr. Und sie hat ihr ganzes Backup irgendwie so. Ich fühle mich voll schlecht. Ich habe ihr das Paket schon gepackt und ich weiß ja, was drin ist. Und ja. Make-up-Sponge bei Lyko. Kann man immer brauchen. Und dann gibt es noch diverse Mascaren. Ich liebe es einfach. Smashbox ist das. Superfan-Mascara. Die Man Eater Tarte, die liebe ich ja. Ich weiß nicht, warum sie die rausschmeißt. Wahrscheinlich einfach zu viele davon, kann ich mir vorstellen. Dann eine von Terra Naturi Cat Eye. Das klingt ja auch sehr verlockend, Cat Eye. Dann haben wir hier von Avon Extravert Extreme Volume. Guck da mal, diesen Oschi an. Das soll eine Mascara sein oder was? Oh, wow. Also ich glaube, da muss ich erst mal gucken, wie das Bürstchen aussieht, bevor ich die dann öffne. Von Chic Lam ein G-Liner. Ja, das klingt aber interessant. Die Frage ist nur, welche Farbe das Ganze ist. Ich glaube, da gucke ich mal im Internet nach, weil hier steht die Farbbezeichnung. Vertigo. Genau, gucke ich mal die Farbe an und ob ich den öffnen werde. Dann haben wir ein Self-Shapening Liner. This waterproof liner shape. Twist, okay. Okay, von Smashbox. Was hat sie da wieder Schönes aussortiert? Also Twist. Hä? Ah, Twist? Okay. Das ist der Liner. Der schaut mega edel aus. Also wirklich krass edel. Und irgendwas riecht immer noch hammermäßig da drin. Dann die Lash Paradise Mascara zum passend zum vorigen Lash Primer von L'Oreal. Natürlich. Also wenn man so die Bilder anschaut, vorher, nachher. Also die muss echt was drauf haben. Ja. Ich mag halt lieber die Silikonbürstchen. Die hat, glaube ich, keins. Hier ist so ein Bürstchen abgebildet. Aber vielleicht probieren wir die mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal L'Oreal hatte. Apropos L'Oreal. Hier ist ein Infallible 24 Stunden Lipstick in einer wirklich abartigen Farbe. Die ist echt abartig. Ich weiß nicht, wann man die trägt. Die ist ganz mega krass. Jetzt tun sie nebenher Rasenmähen. Ich habe gerade schon die Fenster schließen müssen, weil meine Nachbarn so laut geredet haben im Garten. Für das Video muss ich das Fenster zumachen, weil sie so laut geredet haben. Jetzt fangen sie an Rasenmähen und das hört man natürlich ganz deutlich. It Cosmetics. Ja, genau. It Cosmetics hat noch gefehlt. Pillow Lips Matte. Ein Lipstick. Klar. Oh. Ich weiß gar nicht, was Claudia so für Sachen hat. Ich meine, kauft die sich das ganze Zeug? Wahnsinn. Oder kriegt sie das auch irgendwo her? Wir hatten so großes Backup einfach. So brutal, brutal. Also, Wahnsinn. Und von Clinique, was ist das? Das sieht aus wie ein Lipgloss. Oh, meine Augen. Creamy Lipgloss.
Das ist so süß, es kommt in meine Handtasche rein. Das ist einfach so süß. Die stopft einfach die Boxen voll. Art Deco, Magic Fix. Oh ja, das hatte ich schon mal da, das war nicht ganz meins. So eine Lippenstiftfixierung. Zum einfach den Lippenstift haltbar machen. Kussecht machen. Mädel, was tust du mir da rein? Das Slimstick von Essence, den habe ich da in braun. Der hat echt eine gute Haltbarkeit und der ist einfach mal neu. In so einer rostigen, bräunlichen Rotfarbe. Das ist auch cool, so zwei Make-up-Puffels von Müller. Body and Soul, so Make-up-Puffels, die Make-up auftragen. Ein Duft von Deutsche Lady, das ist hier so ein, darf es nicht sagen, ein Parfum, was vielleicht an einem anderen anlehnt. Riecht gar nichts. Doch, doch, jetzt kommt's. Es kommt, es ist ein bisschen, es ist ja, es ist ein sehr mächtiger, eher schwerer Duft. Sehr feminin, hätte ich jetzt gesagt. Ist vielleicht was für meine Mama, vielleicht. Muss ich mal gucken. Urban Decay Wise Lipstick. Ja klar, wir hatten noch nicht Urban Decay, ja klar. Können wir nicht vergessen. Dann gibt es noch ein Urban Decay Mini Lipstick. Das ist eine coole Farbe, glaube ich. Das finde ich cool. Ich liebe ja so Puderfarben. Ja. Das ist so ein pudriges rosa-lila. Oh, der ist genial. Der ist genial. Oh, Claudia, also abgesehen davon, dass Claudia immer so eskalieren muss, abgesehen davon, das ist wirklich eine mega, mega Liebe, ja. Aber passt bei ihr auf, ja. Wenn ihr einmal was schickt oder irgendwie zu nett zu ihr seid, dann kriegt ihr solche Pakete. Also Vorsicht, ja. Aber es ist so ein lieber Mensch. Und ich hoffe, wir kriegen das jetzt mal hin und wir werden es auch hinkriegen, dass wir uns jetzt mal treffen, weil so weit wollen wir nicht auseinander. Das hier ist von Make Up Forever ein Artist Lip Shot. Schaut so aus. Also Lippenstift, genau. Ja, die Farbe ist auch nicht schlecht, gell? Das ist absolut eine tragbare Farbe. Sehr schön. Ich kann langsam nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach, die macht so Masse rein. Einfach so Masse, Masse, Masse. So viel Zeug, da kann man irgendwie gerne mal, kommt man nicht mehr mit. In Gedanken steigt man irgendwann aus so ein bisschen. Ein Lip-Oil von Comme des. Also das realisiert man erst. Das ist wie so ein traumatisches Ereignis. Also es gibt ja auch positive Ereignisse, ja. Aber zum Beispiel so ein Taylor Swift-Konzert oder sowas, ja. Aber das realisiert man erst die Tage danach. Und das ist bei so einem Paket das Gleiche, ja. Das packt man aus, okay, schön, schön, das nächste und so. Aber was da wirklich alles drinsteckt und drin ist, das realisiert man erst so mit den Tagen. Das Comme des Lipöl. Ich hatte mal ein anderes, das hat anders ausgesehen von der Farbe her. Hat mir nicht so, war nicht so ganz meins. Vom Geschmack her. Das hat so einen eigenen Geschmack, Duftgeschmack und das war nicht so meins. Vielleicht gebe ich das weiter. Einfach, weil wenn es benutzt ist, kann man es nicht weitergeben. Und ein Lipstick von Banana Beauty. Das ist schon sehr rosa. Ja, aber manchmal bin ich auch rosa. Farbe Rosy Times. Ja, und da bin ich mir auch sicher, da tut sie unbenutzte Produkte rein. Was ist das? Red Ribbon. Der ist ja krass. Der ist cool. Also von M. Asam ein Mini-Lippenstift. Red Ribbon. Und das ist mal ein ganz klasse dunkles Rot. Ja, die Weihnachtszeit kommt. Und ich habe halt, also ich trage sowas ganz selten. Aber wenn ich es halt mal, also wenn es halt mal passt, ja, dann habe ich einen. Und der ist auch noch klein, was mir halt auch voll gut gefällt. Weil die großen, ich trage es ja wie gesagt nicht so oft. Das hatte ich auch in meiner Plissin-Box drin und das war mir zu sehr parfümiert. Das Parfum, auch irgendwie der dritte, vierte Inhaltsstoff oder sowas. Und das ist, also es riecht ganz extrem, sonst hätte ich das gerne behalten, aber es riecht ganz extrem. Und dann hat sie mir gedacht, ja, von Asam fehlt auch noch mal was. Pack mal halt noch mal was rein von Asam, ja. Das da. Das ist ein Make-up. Klassik und eine Volumen-Mascara. Ich meine, ich habe von Asam eine Mascara im Backup liegen, aber noch nicht getestet. Und das Make-up Magic Finish, das
normale Magic Finish, oder? Keine Ahnung. Es ist zugeklebt. Oh. Aber ich werde es benutzen. Also ich werde es. Das ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. So, aufgerissen. Werde ich jetzt eh benutzen. So, das ist die Mascara. Die hat ein schönes Bürstchen, qualmt gut. Was ist da innen drin? Nix. Luft. Und hier haben wir das Magic Finish. Und das ist halt sicher cool zum Verreisen halt, weil das so ein Typchen ist mit 10 Milliliter oder sowas. Keine Ahnung, wie viele Milliliter drin sind. Aber da, 10 Milliliter. Super zum Verreisen. Mega. Besser als so ein Glaspöttchen auf jeden Fall. Das war Box Nummer 1. Nee, Nummer 2 war das. Ach Gott sei Dank, das ist Nummer 2. Jetzt haben wir noch eine. So, jetzt kommt noch die letzte Box. Und dann war das hier noch drunter gelegen. Ah, das ist Root Cosmetics. Krass. Okay, das sieht man gleich. Das ist von Root Cosmetics, eine Eyeshadow-Palette. Das sieht aus dem Buch. Wow. Okay, und die gibt es gerade. Die habe ich gesehen bei Cosmetic for Less für 9 Euro. Okay, also da hat man wirklich jede Farbe der Welt. Aber man hat ganz viel diese Bronzing-Brauntöne, die halt echt tragbar sind. Ja, ja, das ist schon sehr wie ein Buch aufgemacht, gell? Sehr cool. Schön. Bleibt drin? Bleibt drin. Also da gibt es die Auswahl des Lebens. Und es ist halt auch unbenutzt, gell? Kein Finger hat sie da dran gemacht. So, und eine Goodiebox. Ja, ich sammle die. Jetzt habe ich wieder eine neue. Zack! Nein, die ist ja mal wieder voll, gell? So, da hat sie mich letztens, weiß nicht, hat sie angerufen oder geschrieben, hat sie gesagt, du, bei Terra Naturi gibt es einen Sale, ob ich mitbestellen möchte. Und ich so, nee, ich brauche doch nichts, ich habe doch alles. Okay, dann hat sie einfach für mich mitbestellt. Ein Baked Blush und Baked Bronzer. Und dann hat sie mir geschrieben, die Blushes und Bronzer sind so toll von Terra Naturi. Ich soll es unbedingt ausprobieren. Und dann ich so, nein, ich habe doch alles. Nein, ich brauche diesen Baked Bronzer offensichtlich und diesen Baked Blush in meinem Leben. Die werde ich herzlich gern ausprobieren. Der Blush sieht übrigens mega cool aus, irgendwie so. Coole Farbe. Okay. Hat einen zarten Schimmerton. Sehr schön. Also die sind sehr schön. Ich mag auch gerne Blush und Bronzer mit Schimmer. Und dann sehe ich noch ein Produkt. Sehr cool. Das habe ich mir überlegt, ob ich das noch einmal nachkaufe, weil ich den so toll fand als Blushpinsel. Take me to the beach. Und ich habe ihn dann nicht noch einmal gekauft. Aber jetzt habe ich ihn noch einmal. Mega. Ich kann es, glaube ich, nicht geöffnet. Nein. Nein, ich brauche eine Schere. Und die ist irgendwo unter diesem Riesenhaufen vergraben. Also, Hammer. Dann gibt es hier noch ein paar. Ein Eyeliner, ein Dip Eyeliner in Black und ein Eyeliner in Brown. Die hat echt alles aufgekauft. Ein Concealer in Light Natural. Sie hat gesagt, ich soll die Sachen probieren. Also muss ich die jetzt probieren, wie cool. Also vor allem der Concealer interessiert mich sehr von der Farbe. Da hatte ich so noch kein Produkt. Dann ein Primer, Glow und Hydrator. Eigentlich alles, was ich so brauchen kann. Weil matt mag ich nicht. Oi. Brave New Hair scheint, dass die Maske, wo habe ich die gehabt in den Fingern? Die habe ich letztens auch gerade in den Fingern gehabt irgendwo. Ja? Oder habe ich dir die gerade reingepackt gestern in ein Paket? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die irgendwie vor ein paar Tagen irgendwie in den Fingern gehabt. French Fine Jewelry. Ein Ring, oder? Wow. Whoopsie Daisy. Ich habe zuerst gedacht, das sieht aus wie ein Nasenring. Nein, das ist ein Fingerring. Okay, dann holen wir mal raus. Wie trägt man den? So. Oder so. Wie man will wahrscheinlich. Nee, ist das Dicke kommt schon oben hin. So passt er mir. Ja, passt. Ist ungewöhnlich. Also ich kenne das nicht mit oben offen.
Vielleicht muss man ein bisschen. Nee, den kann man nicht zusammendrücken. Da hätte er besser aussehen, aber da ist er mit zu groß. Der passt eher hier. Schön. Das war gleich dran. Energy iPads. Sehr gut. Und die Summer Glow Augengel Pads. Ja, Sommer, gell? Da braucht man sowas schon. Also gestern bin ich auch, als ich ihr Paket gepackt habe, mit so iPads rumgelaufen und so. Das ist schon herrlich. Und dann hat sie mir noch die Isana Perfect Ton Pflegekapseln rein. Zur äußerlichen Anwendung. Nicht verschlucken. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, was die machen, Perfect Ton. Wahrscheinlich so ein bisschen Glow oder sowas von Ton, oder? Vielleicht. Das ist cool. Peter Thomas Roth mag ich gerne. Und da haben wir eine Kurkuma-Gelmaske. Auf die freue ich mich. Das ist toll im Sommer. Und von der Marke hatte ich schon Cleanser und sowas. War immer richtig toll. Sehr cool. Dankeschön. Und dann noch was zum Ausprobieren von Paula's Choice. Ich habe immer gedacht, sie mag die ganzen Sachen. Oder ihr Mann mag, ihr Verlobter mag die ganzen Sachen von Paula's Choice. Aber nein, jetzt gibt sie die auch noch ab. Keine Ahnung. Das ist mit BHA Liquid Exfoliant Salicylsäure ein chemisches Peeling. Mache ich unheimlich gerne im Herbst, Winter, vielleicht noch in Frühling rein. Aber zu dieser Zeit nicht, weil ich immer Angst habe, dass ich zu viel Sonnenschutz brauche. Ich war letztens knapp eine halbe Stunde auf der Terrasse gesessen, in der Sonne, weil wir da Mittagspause gemacht haben im Büro und hatte danach einen Sonnenbrand. Also ich kann dann mal 25 Minuten in die Sonne gehen. Es geht einfach nicht. Also ich war nicht eingecremt, weil ich nicht wusste, dass wir in der Sonne Mittagspause machen, aber ja. Colourpop, ein Cheek Drew Serum Blush. Noch nie gesehen. Gucken wir uns an. So ein Typchen. So, dieser Mood Balm von Kinder Beauty. Dann gab es mal in irgendeiner Box drin, meine ich. Aber ich hatte den nicht. Deswegen gucke ich mir den jetzt mal an. Der verfärbt sich halt je nach Stimmung, glaube ich, oder? Oder ist einfach, ich glaube, die ist so pH-Reacting oder sowas. Okay, ja, das ist so pH-Reacting. Ja, mal gucken. Also ich bin jetzt nicht so Fan davon, weil bei mir wird es halt knallpink, sowas pH-mäßiges. Aber ich weiß, wer unheimlich drauf steht, nämlich mein Patenkind. Mag solche Sachen total gern. Annemarie Berland ist es, eine Mascara mit Marula-Öl. Krass. Okay. Holen wir raus. Ah, die geht gar nicht auf. Die geht nur auf, wenn man sie zerreißt. Ich mache sie trotzdem auf. Ja. Bisschen zerrissen. Und es ist so eine kleine Mascara. Ich finde die kleinen echt super, weil die trocknen einem nie aus. Die kann man halt immer fertig benutzen. Die kann man schön mitnehmen. Und dann ein Brow Gel, Clear Brow Gel von MCo Beauty. Das nehme ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Nehme ich täglich Brow Gels. Sehr cool. Und von Neo Makeup, das ist ja von Dalton, die Untermarke. Intense Serum Concealer mit Lichtschutzfaktor 10, auch noch neu zugeschweißt. Krass. Bin mal auf die Farbe gespannt. Steht gar keine Farbe. Doch hier, Porzellan. Oh, guck doch mal, wie wertig das aussieht und wie schwer. Bin jetzt auf die Farbe gespannt. Ich hoffe, die passt. Wobei, unter den Augen kann man immer ein bisschen heller auch machen. Hallo? Ist jemand zu Hause? Jetzt kommt's. Oh ja, das geht schon. Das geht auf jeden Fall spätestens im Winter. Seht ihr das? Ein bisschen, wie sagt man, sehr deckend, ja. Aber wenn man wirklich gerade im Winter oder so ein schönes Make-up macht, es riecht ein bisschen wie Teebaumöl oder sowas, oder? Möglicherweise. Ach, zwei Sachen noch. Plumping Lip Gloss von Beauty Bay. Also da danach zwei Sachen. Ich bin überfordert, könnt ihr euch vorstellen, ich bin überfordert. Ein, wow, okay. Ja, den werde ich wahrscheinlich zulassen, weil Plumping, ja, muss nicht sein. Also ich mag halt keine Schmerzen
aushalten. Sei es von Pfefferminz oder Chili oder was weiß ich, damit es die Lippen plumpt. Und von Brushworks, die werde ich auf jeden Fall benutzen. Oder das, wie viel ist denn da drin? Eins, zwei? Eins, oh, das ist so, nee, zwei. Wie cool, die sind ja riesig. Das sind solche Pads, solche Silikonpads zum irgendwas auftragen. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Ja, da habe ich eins auch für Puder zum Auftragen. Die sind super. Vielen Dank. Und dann gibt es noch das S. Oliver, nee, Hugo Boss. Eau de Parfum. Das sieht sehr mädchenhaft verspielt aus. Himalaya, rotes Gras. Herz ist boosted. Keine Ahnung, irgendwas, irgendeine Beere. Und dann schwarzer Tee und Jasmin. Oh, das könnte was sein. Jasmin mag ich tatsächlich sehr gerne. Ich habe das die Angst, dass das ein bisschen zu süß sein könnte, weil es eben so mädchenhaft aussieht mit dem Rosa. Aber es muss noch nichts heißen. Schöner Flakon. Ich habe heute eh noch keins dran, also bitte. Das ist sehr starker Sprühstoß, also so richtig. Dann hat man hier eine Pfütze. Muss ich auf mich wirken lassen. Das macht schon sehr. Also man riecht es auf jeden Fall raus, die Jasmin. Schwarzer Tee, ja. Also es ist sehr. Das heißt, das feminine Osmanthus, keine Ahnung, was Osmanthus ist. Es ist schon sehr kräftig. Wahrscheinlich ist es so ein Parfum, was am Anfang so richtig intensiv riecht. Okay. Ich bin überfordert. Das muss ich jetzt einfach mal ein bisschen wirken lassen. Ich habe es jetzt dran. Das heißt, es darf mich jetzt ein paar Stunden, eine Weile begleiten über den Tag hinweg. Sehr cool. Okay, und jetzt sind wir tatsächlich durch. Okay, ich habe 42 Minuten gefilmt, ein bisschen was rausschneiden muss ich wahrscheinlich auch noch. Von meinem Gestammel nebenher. Ja, ein Hammerpaket. Mehr kann man dann nicht dazu sagen. Claudia Belladonna, liebe Claudia. Ich werde mich jetzt eh nachher gleich bei dir melden. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann dir da nicht genug zurückgeben. Wahrscheinlich ist die Wahrnehmung dann immer so, aber ich hoffe, ich habe dir auch ein paar schöne Sachen zusammengepackt. Die gehen jetzt zu dir. Du wirst ja kein Video machen, vielleicht irgendwas in einer Story auf Instagram oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es muss dir nicht, aber ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß dran. So viel Spaß, wie ich jetzt haben werde. Und ich muss das jetzt alles erst einmal verdauen, mir in Ruhe durchgucken. Was kommt in mein Backup? Was nehme ich gleich auf meinen Schminktisch, der ja eh schon sehr voll ist? Ja? Was kommt wohin? Was benutze ich heute Abend? Was mache ich wie? Also da wird es jetzt eine Menge Planungen bei mir geben. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage, wenn ich mich da durchprobieren darf. Vielen Dank dafür. Und dafür machen so Pakete einfach total Spaß, wenn man sich einfach so durch neue Sachen durchprobieren kann und so ein bisschen inspiriert wird, auch was Neues auszuprobieren, weil ich bin halt auch der Typ, ich gehe halt dann irgendwo hin und kaufe immer das Gleiche. Und bei sowas bist du gezwungen, mal was Neues zu probieren und kommst dann auf Sachen, da wärst du nie drauf gekommen. Dann hat man auf einmal lila Lippenstift dran oder sonst irgendwas Interessantes, gell? Gut, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen, allen da draußen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.